ich grüße euch. Das ist ein recht spontanes Video. Also ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mir die Patch Notes durchgelesen. Ja. Also heute ist ja 19.04. 2016. Der Quartals-Patch ist online gegangen, beziehungsweise wurde released. Und was tut man da so? Als kleines, interessiertes Krokodil, man liest sich die Patch-Notes durch, wenn man nach Hause kommt, bevor man das Spiel startet. Und ich, ich weiß ehrlich nicht, was ich sagen soll. Ich bin total platt. Wirklich, total platt. Ich habe gedacht, okay, was passiert jetzt hier? Guild Wars 2, Patch und so, bla bla. Dasselbe wie immer, ja. Die WVW da schreien wieder, man hat uns vergessen, die blöden Devs und so. Da passiert nichts, weil in der Vergangenheit sind da so ein paar Sachen nicht ganz glücklich gelaufen und man hat die Community nicht so wirklich gefragt. Und ha, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Viele Leute haben sich missverstanden gefühlt und die Änderungen waren nie so richtig WVW bedacht oder die waren nie so richtig aufs WVW. Also die WVWler haben sich immer so ein bisschen zurückgelassen gefühlt, was mit Sicherheit zum gewissen Teil auch absolut zutrifft. Ja. Also jetzt komme ich ja heute nach Hause, habe damit gerechnet, dass die nächsten Tage auf Reddit und auf, keine Ahnung, allen möglichen Medien, Twitter und so wieder gehatet wird, wo es geht. Und ich habe erstmal bei der Arbeit nichts an Shitstorm mitbekommen. Da dachte ich mir schon so, okay, ist keiner am Haten, vielleicht ist der Patch nicht released und so. Und dann habe ich die vorhin durchgelesen. Und also am besten gehen wir es kurz zusammen durch, ja. Es ist Folgendes passiert. Moment. So, sieht man das jetzt hier? Ah ja, ich glaube, das müsste man sehen. Sieht man mich noch? Ja, ich glaube, man sieht mich doch. Ich habe hier gerade irgendwelche technischen... Also, egal. Release Notes zum Spiel 19. April, ja? So, bla 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 bla. Wir gehen direkt zu dem Teil, wo man was von WVW lesen kann, ja? Okay, weitersuchen. Nein, weitersuchen. So. Schreiben, bla bla, zur Herstellung. WVW verbundene Welten. Ich lese das jetzt nicht im Detail durch, aber lest euch die Patchnotes auf jeden Fall mal, also lest sie euch durch. Wenn ihr WVW interessiert seid und auch nur jemals drüber nachgedacht habt, WVW zu spielen in eurem Leben, dann lest euch bitte die Patchnotes durch. Das ist so geil. Ich habe mir vorhin erstmal ein Bier aufgemacht. Okay, es ist nur ein Cola-Bier, aber ich musste das jetzt irgendwie verdauen hier. Also ich werde jetzt auch direkt weiter saufen, ja. Es hat einfach keinen Wert, es ist alles vorbei, um es in den Worten von Warbird zu beschreiben. Es ist alles vorbei, ja. Ich bin sowas von happy. Es glaubt mir kein Mensch, ja. Wirklich, ich bin happy. Also es ist dieses verbundene Welten-Ding, ja. Ob es was wird oder nicht, ist mir vollkommen egal, aber es liest sich einfach schon mal so geil durch. Die gehen auf unsere Wünsche ein. Die gehen auf unsere Wünsche ein. Es ist richtig krass. Also ich meine jetzt gerade die großen Server, ich gehe jetzt mal davon aus, so, ich habe es nur kurz überflogen, die werden da wahrscheinlich nicht, hier die Top 5 oder was, die werden da wahrscheinlich nicht, oder die Goldliga überhaupt, groß was von merken, oder ich weiß es nicht, oder vielleicht doch, oder ich weiß, aber gerade für die kleinen Server ist das echt eine Chance. Das ist für die kleinen Server eine richtige Chance. Also jetzt fangen wir mal an mit den Belohnungspartnern, weil dieses verbundene Welten-Ding, das ist ja, muss man mal sehen, wie es wird. Ist ja auch noch gar nicht implementiert, das wird am Freitag jetzt zum Reset das erste Mal zu sehen sein. Aber hier die Belohnungspfade, ja. Ich meine, wie geil ist das denn? Das ist im Prinzip wie, Moment, ich muss mal kurz umschalten. Zack, so hier. Ich gehe jetzt ins WVW und dann habe ich wie im PvP die Belohnungspfade. Wie cool ist das denn? Und dann kann ich hier mir Zeug aussuchen und planen überhaupt. Und das soll so laufen, dass immer, wenn der Tick runtergeht, das heißt, man hat eine direkte, aktive Belohnung fürs WVW-Spielen. Das hat meiner Meinung nach immer gefehlt. Nicht, dass ich es gebraucht hätte. Also ich persönlich, ich spiele WVW, weil es mir Spaß macht. Das reicht mir vollkommen als Belohnung, aber es ist halt so viel schöner. Ich meine, so kriegst du Leute ins WVW. Das ist genau die richtige Reaktion, wie ich finde. Diskutiert, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Keine Ahnung, tut, was ihr wollt. Ich finde es total richtig und total klug und total gut, dass die das eingeführt haben. Ja? Es ist einfach, Leute wollen belohnt werden, das hat man gelernt. Fürs Spielen, ja, also belohnt werden, ja. Die wollen da wirklich irgendwelche Lootbags und weiß der Kuckuck, und da hat man sich immer gefragt, wie kriegt man Leute ins WVW, und bam,
Das ist die Antwort. Ich finde, so kriegt man Leute ins WVW. Genauso, Belohnungspfade. Widersprecht mir, wenn ihr wollt, aber ich finde es total geil. So, also das ist schon mal richtig, richtig cool. Ja, das ist zwar jetzt gerade nur Beta, stand da, aber ich glaube, also, okay, weiter im Text. Belohnungspfade. Bla, 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 bla. Chaka, chaka, chaka. Dann hier gibt es eine Fähigkeitenreihe, Versorgungsmeister. Da habe ich mir noch gar nicht durchgeschaut. Was ist das denn? Versorgungsmeister, ist das? Ich habe mich jetzt auch null vorbereitet, ne? Versorgungsmeister, ach, drauf geschissen, erklärt mir, was es ist, ich weiß es nicht, muss mir noch durchlesen. Es liest sich aber auch total geil, von wegen Autoloot. Hallo? Hallo? Es kommt Autoloot ins WVW. Autoloot im WVW. Was haben die Leute immer geschrieben? Wir wollen Autoloot im WVW. Und was kriegen die Leute? Autoloot im WVW. Ich... Autoloot im WVW. WVW-Grenzlande. Ja? Da werden Änderungen gemacht. Die sind alle geil. Feuerfeste, Luftfeste, weiß der Kuckuck. Die scheiß Barrikaden sind weg. Es gibt jetzt Heuballen. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich bin noch nicht zum Spielen gekommen. Auf die man runterspringen kann. Auch cool. Total. Alles vorbei einfach. Alles die... Ja, geil. Die Festen hier. Erdfeste, super geil. Mehr Wege in den Lordraum. Ach, ArenaNet, wenn es von euch einer liest oder sieht oder hört, ich danke euch. Ich danke euch wirklich. Ihr habt einen großen Dienst erwiesen. Also man muss natürlich sehen, also ihr habt eure Community einen großen Dienst erwiesen. Man muss natürlich sehen, wie das wird und überhaupt. Aber jetzt können die ganzen Leute, die immer geschrien haben, Scheiße, WVW ist tot, es passiert hier nichts mehr. Es gibt immer alles nur hier fürs PvE und überhaupt. Die Leute sollen jetzt mal alle wieder zurückkommen. Ja? Ich denke da an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. An die denke ich da. So, jetzt hängt mein Computer. Ah ne, geht wieder. Gut, an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Okay, WVW, Fertigkeitenbalance. Ja? Da haben auch immer alle gesagt, Stabi-Update. Ich habe keine Ahnung, da steht irgendwas von 0,05 und 0,75. Weiß der Kuckuck, irgendwie hat man jetzt anscheinend länger Stabi. Und klingt gut. Ja, ich bin ja kein Fachmann, aber es klingt echt super. So auf den ersten. Erste Reaktion ist top. Da haben irgendwelche Leute, die sich damit auskennen, gesagt, wir brauchen Änderungen, was Stabi angeht. Und hier haben wir sie. Die Änderungen, was Stabi angeht. Ist eigentlich die Beleuchtung okay? Ich bin ein bisschen arg. Ach, geht eigentlich, ne? So. Okay, weiter. Spielermauern und Trefferbegrenzung, ja, das gehört da alles mit dazu, lest euch durch, aber das klingt schon mal richtig gut. Also das könnte jetzt doch tatsächlich der Grund sein, weshalb viele aufgehört haben und gesagt haben, bringt ja nichts, ist alles broken und so, im WVW und überhaupt, wir haben ja keinen Spaß mehr, weil Stabi bringt überhaupt nichts und es ist viel zu range-lastig und die Melees, die haben keine Chance und so. Das könnte ja theoretisch die Leute jetzt echt wieder ins WVW bringen, oder? Also, und jetzt geht's los. WVW allgemein, ja, hier steht's. Erfahrungspunkte werden im WVW nicht mehr vergeben. Folianten des Wissens wurden den Truhen der Nebel hinzugefügt, die man für Rangaufstieg im WVW erhält und es gibt sie neuen WVW. Ja, wieso nicht gleich so? Supergeil, supergeil. Wobei das noch eine von den kleineren Sachen ist. Hier, Ausstatter verkaufen nun neue Taschen mit 18 und 20 Plätzen für eine Kombination aus Abzeichen und Gold. Bam, Alter, bam. Ja, Kulturrüstungshändler wurden jeder Karte hinzugefügt. Die Erholungszeiten von Gildenaufwertungstaktiken wurden von 5 auf 10 Minuten erhöht. Ah, yes, das ist sehr gut. Die Scheiße, blöden Airships in SN und der ganze Rotz geht jetzt alles ein bisschen länger. So, die Erholzeiten von Notwegmarke, Luftschiffverteidigung wurden auf 30 Minuten erhöht. So sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus, ihr Läppchen. 30 Minuten. So, der Zielaufwertungsdialog zeigt jetzt an, bla bla, wie lange. Ja, das ist auch ganz interessant, wenn man dann kommt und 48.000 Stunden schon im... Also, das ist interessante. So, Beweise der Heldentaten, Leute, und jetzt kommt's. Beweise der Heldentaten wurden in eine Währung umgewandelt und sind kein seelengebundener Gegenstand mehr. Das heißt, ihr könnt jetzt mit einem Charakter, mit dem ihr WVW spielen wollt, euch die Beweise der Heldentaten verdienen und einfach mit diesen Beweisen der Heldentaten auf einen anderen Charakter die Elite-Spezialisierung freischalten. You called for it. Now you got it. Ihr habt's verlangt. Jetzt habt das und jetzt kommt ins WVW. Ihr müsst alle ins WVW kommen
und mit uns WoW spielen, weil das ist ein großartiger Spielmodus. Ihr könnt jetzt ganz tolle Sachen machen in WoW. Und überhaupt, und es ist, ich bin wirklich sehr, also ich bin sehr, merkt man's? Ich bin sehr positiv angetan. Sehr. Also, ja, und je weiter man liest, desto geiler wird's. Ich krieg die Kinnlade nicht mehr zu, Leute. Ich krieg sie nicht mehr zu, die Kinnlade. Bla bla, okay, ein Fehler wurde behoben, der Interaktion mit Belagerungshändlern drauf geschissen. Die Wegmarken der Festen wurden in das Aufwertungssystem integriert und sind nicht mehr automatisch für ein Team verfügbar. Wisst ihr, was das heißt? Wie geil, wie geil. Jetzt ist es wieder rewarding, jetzt ist es wieder was Großartiges, wenn man so eine Wegmarke einreißt. Ich weiß noch, früher im WVW, da war das so, da musste man, genau wie jetzt das wieder sein wird, da musste man etwas halten und dann, wenn es T3 war, dann hat man eine Wegmarke gekriegt oder konnte dann die haben. Und wenn man dann eine T3 Garni eingenommen hat, eine gegnerische, das war so ein, wir haben T3 auf Pappe gedreht, wah, 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 wah. Jetzt schreien sie wieder alle, ja, aber hat immer nur nachts gemacht. Ich will gar nichts hören. Ihr Läppchen. Egal, wann wir es machen. So. Und wenn jetzt dann alle wieder PvP spielen werden, dann werden auch genug Leute in der Prime da sein. Und dann werden wir auch einfach alles in der Prime einreißen. So. Die Ausstattung der Festen, bla bla. Die Wegmarke. Achso, jetzt habe ich schon. Skalierung der maximalen Lebensmittel. Ja, Fehler wurde behoben. Okay. Ewige Schlachtfelder. Das ist auch nicht so wichtig. Klassenfertigkeiten. Eine neue Option namens Effektlot wurde den Grafikoptionen des Spiels hinzugefügt. Sie begrenzt die Details von Fertigkeitseffekten. Hey, es gab immer im Teamfight die Entschuldigung. Ja, ich war nicht sticky am Kommi, weil ich habe vor lauter Effekten nichts gesehen. Jetzt habe ich euch am Arsch. So, gleich mal gucken, wo das ist hier. Achtung. So, Optionen. Wo ist das hinzugefügt? Grafikoptionen. Effektlot. Lotdistanz. Effektlot. Details der Partikeleffekte beschränken. So sieht's nämlich aus. Zack. Boots. Einfach beschränkt. So, so sieht's aus. Wir haben es beschränkt. Es ist okay, wir werden keine Entschuldigung mehr dafür haben, nicht sticky am Kombi zu rufen, weil wir Partikeleffekte sehen, weil die Partikeleffekte überhaupt nicht mehr so krass angezeigt werden. Schön. Das ist schön. So, weiter im Text. Ich dreh durch, Leute. Effektlot, ausgeschaltet ist, bla bla. Standardboten-Zielmarken, wo neue klassenspezifische, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dunkelfelder, schwarzer Ring, schwebende Stadt. Ach, das habe ich noch gar nicht durchgelesen. Krass. Die Felder sind. Wasser für ein blauer Ring mit der herabstürzenden Wasser wurde. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Lebensblabla. Lebensent. Rune, das war ein. Elementarmagier. Ingen. Ach du Kacke. Der Drachenjäger soll Konkurrenz bleiben, aber er wurde genervt. Der Drachenjäger wird genervt. Nekromant. Wiedergänger, Dieb, Krieger. Und die haben den One-Shot-Krieger genervt. Habt ihr das gelesen? Das stand da irgendwo. Die haben den Kill-Shot-Krieger genervt. Spieler können jetzt die gewünschte Menge an mehrere Händler in Zentral. Ach du Scheiße. Leute, und das sind jetzt nur so ein paar WVW-Änderungen, die ich angesprochen habe. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Es kann sich keiner mehr beschweren. Dieser Quartalspatch ist der Burner. Ich war selten so excited. Ich war selten so mitgenommen. So. Was heißt mitgenommen? Naja, irgendwo schon. So mitgenommen von einem Patch. Das ist also wirklich. Ich liebe dieses Spiel und jetzt liebe ich es noch mehr, weil sie einfach genau das getan haben, was so viele Leute wollten. Sie haben auf die Community gehört, auch die anderen Spielmodi. Ich habe mir das vorhin mal durchgelesen hier, was da so im PvP die Änderungen und auch im PvE mit den Belohnungen, dass man da 50% mehr XP und weiß der Kuckuck, klar wird es Leute geben, die schreien, Sel und jenes und überhaupt. Aber hey, überlegt euch mal, die haben einen gratis allgemeinen Charakterplatz hier für alle Leute und also
Es ist ein richtig geiler Patch. Das wollte ich kurz hier auf Bild festhalten und ich bin extrem begeistert und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert. Und ich habe gerade eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar, also erstens ist die Katze gerade auf mich runtergeklettert. Warte, komm mal kurz, zeig dich. Sie wollte euch kurz grüßen. Hallo. Sag mal Hallo, Mietkatze. Sie ist ein bisschen schläfrig. Sie schaut ein bisschen desinteressiert. Mietze! Sie ist gerade ganz, ganz müde aus ihrem Körbchen auf mich runtergekrabbelt und hat sich auf meinen Schoß gelegt. Kleine Mietzi? Ja. Komm, leg dich wieder hin. Ja. So hier. So, also das erstens. Ja. Zweitens habe ich etwas vergessen anzusprechen, was ich auf keinen Fall vergessen will anzusprechen. Das ist auch etwas, von dem ich gedacht habe, ja, das fehlt im WVW, das fehlt im WVW. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man es hätte implementieren können und ich habe es jetzt auch noch nicht probiert. Einfach nur jetzt nach dem Lesen, jetzt ist ein Katzenhaar auf der Kamera, so. Nach dem Lesen von diesen Patch Notes muss ich sagen, bam, Deus ex machina. Sehr geiler Scheiß. Ich zeige euch gerade, was ich meine. Putz, so. Und zwar, es wird oft erwähnt, lest euch diesen Teil, ihr könnt ihn euch nicht oft genug vorlesen, dass bestimmte Rollen wie das Spähen und Verteidigen schwer zu belohnen sind. Exakt. Ich hätte keine Idee gehabt, wie man es hätte machen können. In vielen organisierten Gruppen wird den Spähern und Verteidigern am Ende etwas Gold zugeschoben. Wir haben dieses Problem in unserem Einsatztruppensystem berücksichtigt. Für je 5 Leute in einem Trupp kann der Kommandeur einer Person einen Anteil an der Einsatztruppteilnahme zuweisen. Diese Spieler verdienen sich nicht mehr ihre eigene Teilnahme, sondern erhalten sie abhängig von den Aktionen des restlichen Einsatztrupps. Dadurch können sie sich um die Verteidigung eines Ziels kümmern, Gegner ausfindig machen oder andere Aufgaben erfüllen. Defer, Scouts. Zack. Wie geil ist das denn? Das ist. Wisst ihr, was das heißt? Ich hatte immer irgendwo ein schlechtes Gefühl, wenn ich gesagt habe, ja, Scouts sind die gar nicht, ja. Und dann effektiv machen es eh immer die gleichen. Wenn es gerade nicht die machen, die es immer machen, hat irgendwie keiner Bock gehabt oder was weiß ich, oder selten, oder man wusste nicht, oder hat auch kein Interesse gehabt, weil natürlich klar, die Leute wollen Belohnung, die Leute wollen irgendwo auch Anteil am Spiel haben oder halt ein bisschen entlohnt werden für ihr Tun und absolut verständlich, ja. Zack, und es wird jetzt kommen. Also ich habe keine Ahnung, wie es wird, kann auch sein, dass alles scheiße ist und so, aber einfach allen die Tatsache, dass die es A gehört haben, ja, die Devs, und B, dass sie es nicht nur gedacht haben, wie setzen wir es um, sondern dass sie es tatsächlich auch umgesetzt haben, das zu implementieren, ne? Dadurch können sie sich kümmern, blablabla, trotzdem etwas von der Teilnahme, ja, die sich der von ihnen unterstützte Einsatztrupp verdient. Also, das ist ein wichtiger Teil und ich denke, da werden sich die Deffer riesig, riesig, riesig drüber freuen, weil, ja, das war einfach überfällig. Oder auch Scouts, ne? Wir haben so einen Scout-Dieb schon gehabt, der einfach dann immer guckt, wo der gegnerische Einsatztrupp ist und solche Geschichten. Und die haben halt nie was davon abbekommen, ne? Oder sei es nur drum, wenn man zu den Leuten sagt, ja, hier, geh mal schnell die Wache drehen oder was. Ich weiß nicht, ob man die dann auch mit reinnimmt. Oder in erster Linie geht es mir dann mal um die Scouts und um die Deffer und die werden jetzt auch mitgenommen. Und ja, geil. Richtig geil. Ja, ansonsten habe ich jetzt gerade mal spontan nichts zu sagen, außer mal irgendwie wieder zu Atem zu kommen und überhaupt das erstmal zu begreifen. Ja. Ja. Ah, ich bin übrigens ab kommenden Dienstag mal für 3 Wochen weg. Also ich bin im Urlaub. Und nicht, dass ja, ich denke, wieso macht der Kroko keine Videos oder was weiß ich. Vielleicht kommt auch vorher nochmal was, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich halt jetzt noch am Urlaubsvorbereitungen machen bin und alles Mögliche. Aber ja, also ich bin dann mal für 3 Wochen weg. Und wohin ich gehe, verrate ich noch nicht. Vielleicht werde ich mich von dort aus mal melden, was ich aber auch noch nicht so richtig glaube, weil ich habe eigentlich vor, mich wirklich mal auf den Urlaub zu konzentrieren. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Kroko.